Drück mal am besten Heilung auf Enter. So. Und jetzt gucken wir mal, dass wir die Meister loswerden. So, genau. So, jetzt sind nur noch die Fernkämpfer hier übrig. Okay, wir haben ein kleines Saureplager entdeckt. Kein Wunder, dass hier so viel los ist. So. Be cautious. Be constant. Ja. Dann schauen wir uns hier mal um. Ah, ich dachte es mir schon fast, dass hier eine Falle drin ist. Finished. Zerbrochene Klinge. Ein Questgegenstand. Die neue Aufgabe von die endlose Pfade. Eine Aufgabe. Die Klinge der endlosen Pfade. Eine berühmte uralte Klinge wurde in Stücke geschlagen, die man in den endlosen Pfaden von Ortnua verstreute. Vielleicht kann die Waffe wieder neu geschmiedet werden, wenn alle Bruchstücke wieder auftauchen. Bei der Erkundung der endlosen Pfade habe ich etwas entdeckt, bei dem es sich um ein Stück einer uralten Waffe zu handeln scheint. Vielleicht kann ich an anderen Orten in den Ruinen noch weitere Stücke finden. Ich habe einen Teil der zersplitterten Klinge gefunden. Allein ist das Bruchstück wertlos. Aber wenn ich den Rest der Klinge finden kann, kann sie vielleicht neu geschmiedet werden. Hm. So wie dieses Zepter, was wir in... Was ist das? Ritual der uralten Legenden. Freundlich Wirkungsradius Wissen. Trank der flinken Füße, der kommt auf jeden Fall mal irgendwo hin. So. Following your lead. Trag der schwachen Regeneration und der Rest kommt weg. Kanna, du kannst mal Edda ein bisschen unterstützen, indem du ihn heilst. So, und wir sacken die ganzen schicken Sachen ein, die noch hier rumliegen. Ja. Also Gold und Zutaten, daran wird es uns nicht mangeln, wenn wir das ganze Zeug verkaufen. Naja, wir haben tägliche konsistente Ausgaben von 50 Kupferpanz. Da müssen wir auch gucken, dass wir irgendwie an Gold kommen, auch wenn wir einen Haufen Billigschrott verkaufen. Wow. Ein Xaurib. Ich hoffe mal, hier kommen nicht schon wieder so viele Xauribs. Scharmützler, kein Meister. Das war wohl ein einfacher Wachposten. Steady does it. Okay. Oh, wir haben ja schon auch schon recht viel aufgedeckt, merke ich gerade. Ah, das kommt mir jetzt irgendwie komisch vor. Dieser Zauber liegt in einer Ecke der Kammer. Unter seiner schuppigen Haut zeichnen sich deutlich die Rippen ab und der atmet angestrengt. Jeder pfeifende Atemzug bereitet ihm offensichtlich Unbehagen. Er scheint nicht auf deine Gegenwart zu reagieren, den Zauber untersuchen. Du inspizierst die kranke Kreatur und bemerkst, dass ihre Haut hier und da mit hässlichen gelben und fahlvioletten Flecken verfärbt ist. Dies scheint sich mit den Symptomen von Mokkas Tränen zu decken, einem herkömmlichen Gift. Außerdem bemerkst du, dass die Verfärbung unter den Symbolen, die mit Farbe auf die Haut der Kreatur geschmiert wurden, schlimmer sind. Ihn in Ruhe lassen. Hm. Vielleicht finden wir ja eine Möglichkeit, ihn zu heilen. Oh, Dietriche. Goldrotprim, davon hast du ja schon welche. Obwohl, ich will mal gucken, was passiert, wenn wir ihn töten.
Kehle durchschneiden. Der Saurib gibt kaum ein Geräusch von sich. Du hörst ein gedämpftes, nasses Gurgeln und dann liegt die Kreatur reglos da. Während sich neben dem ausgetrockneten Körper eine Blutpfütze bildet. Bald darauf werden seine Augen leblos und glasig. Du hast getan, was du tun musstest. Wenn man lange genug auf einem Bauernhof arbeitet, versteht man es. Auch wenn es nie leicht ist. Nö. Schnell speichern. Es gibt garantiert irgendwo ein Gegenmittel für den Saurib. Ich töte nicht einfach einen herumliegenden Kranken. Okay, ich hab's gerade getan, aber das war nur, um zu sehen, was passiert. Reine Neugier. Sure. Oh. Okay, ein ganz normaler Saurib. Und ein Lindwurm. So, das war's. Nice and quiet. Ein Saurib-Scharmützler. Oh. Au. Alof, Feuerball. Alof, wo bleibt der Feuerball? Danke. Das sind ganz schön viele Xaurib-Meister mal wieder. Edda könnte eine Heilung vertragen. Durens, zauber mal eine Rüstung. Oder nee, zauber mal ein Verbot. Und du? Verbrat mal ein paar Schriftrollen mit dem Meister vor dir. So, bei dir wirkt Hand auflegen, okay. Durens, mach auch nochmal den hier. Und du kannst jetzt auch normale. Wow. Das ist nicht gut. Edda sieht ziemlich mitgenommen aus. Kein Wunder, Edda wird von allen Seiten bombardiert. Das ist gar nicht so schön. Lorenz, besorg uns mal etwas Freiraum. Valegina, du heil dich selber. Wir brauchen auf jeden Fall noch mal solche Fliegegeschosse. Ja, Edda ist schwer verletzt. Ich versuche Edda mal aus dem Schussfeld zu bringen. So, gut. Kanna, du kannst mal eine Artillerie beschwören. Bekämpfen wir mal Lindwürmer mit Lindwürmern. So, das war Alof, der ist umgefallen. Hey, Fenris ist noch voll dabei. Sehr schön. So, jetzt sind nur noch die Fernkämpfer übrig. Sehr schön. Hey, Fenris schlägt sich dieses Mal richtig gut, muss ich sagen. Oh, jetzt hat es auch noch Durens erwischt. Na, wir ziehen uns dann eh gleich wieder zurück.
So, der letzte noch. Okay. Geschafft. Sehr schön. Wenn es auch recht knapp war. Aber wir haben es geschafft. Keep an eye out. Etwas Gold. Da ist noch ein Lindwurm. Oh, da sind geschlüpfte Eier. Hä? Diese aufgeblasenen Eierschalen sind ledrig, aber trotzdem brüchig. Die meisten von ihnen wurden mit winzigen, klaubenbewehrten Füßen zu feinem Staub zertrampelt. Ja, hier waren Lindwürmer. Im Inneren dieser geborstenen Höhle hat sich ein winziges, weißes Wesen eingerollt. Erst als sich ein winziges, zahnbewehrtes Maul öffnet und ein verlängertes Quieken ausstößt, ist dir klar, dass es sich um einen kleinen, kürzlich geschlüpften Lindwurm handelt. Den Lindwurm hochnehmen. Ich habe ein Lindwurmhaustier. Ich habe ein Lindwurmhaustier. Cool. Komm mal mit. Ja. Geil. I'll see what I can find. Das finde ich jetzt richtig, richtig stylisch. Wow. Die gute Keule und Vorräte. Ist das der Weg hier runter? Ja. Okay. Winziger weißer Lindwurm. Ich habe ein Lindwurmhaustier. Wow. Na. Lieber nicht. Auch wenn ich gern noch mal eine Abkürzung finden würden möchte. Ich verzichte lieber. Erstmal. War eine Falle. Na. Falle entschärft, sehr schön. Pharamunds Fluch. Hand und Schlüssel, einzigartig, mittlere Rüstung. Verteidigung gegen verwirrt, Angriffe, Verteidigung gegen Zauber, Verteidigung gegen beherrscht. Klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Pharamunds Fluch. Dieses aufgerollte Stück Pergament ist voller verschmierter Kohlekritzeleien. Lass es mich mal schriftlich formulieren. Ich wusste von Beginn an, dass das ein beschissener Plan war. Marik war fröhlich wie ein Kleinkind und sich sicher, dass wir die Xaurips überzeugen könnten, uns beim Füllen unserer Taschen zu helfen. Wohl eher Andras direkt in eine große, tiefe Grube zu helfen. Und jetzt? Jetzt seid ihr alle wie die Hasen davongelaufen, währenddessen stehe ich hier bis in die Achseln, in Knochen und Xaurips-Scheiße. Ich hoffe, dass ihr hier unten alle verrotten werdet. Ich hoffe, dass Merrick direkt über den Rand der Welt fällt und Draften den Rest seines witzigen Verstandes verliert und den Rest von euch ausweidet. 5 von uns waren übrig und ihr rennt weg. Verflucht sollt ihr sein, jeder einzelne von euch. Ich verfluche auch mich selbst, weil ich hier wegen ein paar wimmernden Jammerlingen sterben werde. Und hier ist noch was für euch, falls einer von euch miesen Echsenbastard jemals Edirianisch lernen sollte. Hoffentlich erstickt ihr alle zusammen. Okay. Interessant. Das hier scheint noch ein größerer Tempelraum zu sein eigentlich. Ich glaube nicht, dass ich mich damit in meinem Zustand reinwagen sollte. Wenn wir jetzt hochgehen, kriegen wir da die Auswahl, ob wir nach Ketnur zurück wollen. Nein, wir reisen einfach eins höher. Okay. Schade darum. Aber ich denke mal, wir können da direkt in die zweite Ebene reisen, wenn wir jetzt wieder in die Tiefe gehen dann nochmal. Das Gebiet geht eigentlich. Wir müssen uns nur ab und zu mal zurückziehen zum Rasten. Ne? Und ja, ich will meine Lagervorräte nicht verschwenden, wenn ich